Hallo zusammen! Wie geht es euch heute? Ich sag's euch, bei mir ist ganz schön was los. Es ist zu aufregend. Und zwar sitze ich hier mit Vertragsdaten und habe mich dazu entschlossen, wenn ihr mir schon länger folgt, habt ihr vielleicht gesehen, dass ich aktuell überlegt habe, wo ich mein Geld rein investiere, weil ich glaube, wir merken alle, dass die Inflation hier herrscht. Und ich habe mir Goldpreise angeschaut, ich habe ein bisschen was in Bitcoin und in allgemein Kryptowährung. Und jetzt ist mir was zugeflogen, in Anführungszeichen, ich glaube ja nicht an Zufälle, was einfach so gut passt. Und zwar ist das ein Firmenkauf. Ich kaufe eine weitere Firma, eine weitere Marke zu für Zellgut. Was das genau ist, das verrate ich euch im nächsten oder übernächsten Snap mit einem Video. Ihr könnt ja mal abstimmen, was ihr glaubt, was es ist. Vielleicht ist es was im Bereich Beauty, im Bereich Lebensmittel, im Bereich, machen wir ein paar Bereiche, dann könnt ihr mal abstimmen, was ihr denkt, was es ist. Und das ist für mich die beste Investition, weil das ist eine Investition in etwas, wo ich mich einfach auskenne, wo ich weiß, wie die Maschinerie funktioniert, wie man das Rad dreht und wo ich richtig Lust drauf habe, weil das eine tolle Brand ist, weil das ein tolles Produkt ist, was ich selber seit Jahren benutze, und ich verkaufe nur die Dinge und produziere nur die Dinge, von denen ich zu 100% überzeugt bin, und das äußert sich dadurch, dass ich selber konsumiere oder selber mir kaufe, weil ich nur das Beste vom Besten möchte. Genau, so, das steht jetzt an, deswegen sitze ich jetzt hier mit Verträgen. Das ist jetzt was, was mir nicht so viel Spaß macht, aber das muss jetzt sein. Und dann gibt es noch was total Ereignisreiches für mich. Also das kam jetzt so dazwischen. Eigentlich hätte ich da gar keine Zeit für gehabt. Es kommt noch was total Spannendes in meinem Leben auf mich zu. Und was das genau ist, das berichte ich euch am besten am Wochenende. Am Wochenende sage ich euch, Samstag oder Sonntag. Ja, stellt euch einen Wecker, weil das ist nämlich echt total spannend. Ja, was da auf mich zukommt. Ich will noch nicht so viel verraten, aber es bereitet mir ein bisschen Angst, und ich bin ja immer ein Freund davon. Immer wenn ich vor etwas Angst habe, rein da. Ne? Also jetzt nicht, wenn es um Lebensgefahr geht, das nicht, aber wenn es so etwas ist, wo ich spüre, ja, da denkst du eigentlich schon seit Jahren drüber nach, dann mache ich das. So. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Ich bin zurzeit im Hustle-Flow, also hier 16 Stunden Arbeit ist für mich Standard zurzeit, und ich liebe es. Ich liebe das. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier schlecht gelaunt da hocke und denke mir, noch das und das. Ich brenne für das, was ich tue, und die 16 Stunden sind für mich, es klingt immer nach Arbeit, aber ich sage immer, ich habe vor 7 Jahren aufgehört zu arbeiten, und seitdem mache ich das, was mir Spaß macht. Und deswegen ist das für mich was Schönes. Ich wünsche euch einen tollen Tag, meine Lieben. Ich nehme euch heute mal mit, was ich so an so einem Hustle Day esse. Ja, das ist nämlich was, was schnell gehen muss. Und ansonsten sehen wir uns dann die Tage wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.